Weihnachten neu erleben. Und schon in dieser Vorzeit von Weihnachten habe ich mir überlegt, hey, Weihnachten, das wissen wir ja, da gibt es den feinen Braten an Weihnachten, da gibt es vielleicht mal ein Fondue Chinoise oder irgendetwas Gutes oder ein Raclette oder etwas Feines. Und dann haben wir das Geschenk wissen wir, dann kommen die Verwandten und so weiter. Manchmal sehr schön, manchmal weniger schön, aber es ist super, dass wir Schönes zusammen haben. Und dann wissen wir, wie noch Weihnachtsstress ist und das kennen wir schon alle zusammen, wie das ist seit fast 2000 Jahren. Was kann man überhaupt noch Neues erleben? Und während ich mir da so Gedanken gemacht habe, gesagt, Gott, gib uns etwas, dass wir Weihnachten können neu erleben können. Und jetzt ist natürlich noch gerade die WM passt, noch gerade irgendwie gar nicht in die Weihnachtszeit und so. Zum Glück hat die Schweizer gewonnen gegen Serbien, das macht uns schon ein bisschen glücklicher und so. Ich weiß nicht, wer von euch schon hat falsch tippt in Bezug auf die WM? Wer ist schon daneben gewesen? Sind die anderen alle richtig? Ah, die gar nicht tippen. Das machst du wieder gar nicht tippen. Und so. Aber dass ehemalige Weltmeister wie die Deutschen schon abhösseln, das hätte man nicht gedacht. Anyway, es ist auf jeden Fall nur speziell in einem Stadion zu sein, wenn du da schneien. Zum Beispiel am 8. November in New York hat es geschneit und die sind da gewesen und gesagt, oh, ich halte es zu meinem Team, bis ich noch an Schneehäufe bin. Und sie haben es durchgezogen. Das erinnert mich so an unsere Kirche, weißt du? Wir geben es nicht auf, wir bleiben dran bis zum Schluss und sagen, schneit es mir halt ein, aber ich halte es zu meinem Team. Und das ist zur Kirche. He? Ist mega schön, dass ihr da dran seid. Und jetzt das, was da eigentlich passiert ist für Maria, ist etwas übernatürlich, dass die geglaubt hat, dass eine Jungfrau schwanger werden kann. Weil das ist ein übernatürliches Wunder. Ich möchte da euch ein Beispiel zeigen, wie es mal bei einer Wohnungsräumung, wo wir alte Möbel rausgeschossen haben. Können wir mal das miteinander zusammen anschauen? Zuerst glauben wir alle noch, dass wir das Möbel rausschießen und dass das kaputt geht. Das können wir gut nachvollziehen. Und dass der Albert Freude hat, ist natürlich auch noch... Aber dass das passiert, das glauben wir nicht. Das geht nur im Video. Aber das, was Maria hat geglaubt, ist viel mehr. Das war keine Materie. Hier kannst du wenigstens noch Holz irgendwo zusammen, aber dass es von selber zusammen tut, ist schon fast Evolutionstheorie, das kann man auch nicht glauben. Aber das hier ist wenigstens etwas, was man nicht glauben kann. Und jetzt tut Maria etwas glauben, was menschlich unmöglich ist. Von nichts passiert etwas. Und jetzt müssen wir miteinander drei Punkte anschauen, was der Maria das Glauben hat ausgemacht. Das Erste ist, Glaubensüberzeugungen suchen einen Landeplatz. Wir lesen in Lukas 6, 28. Der Engel kam zu Maria und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen erwählt. Da kann ich mir vorstellen, dass Maria schon noch gehört hat. Also, du hast mich erwählt. Und ausgerechnet in Nazareth. Nazareth hat oder Nathanael gesagt, ja, aus Nazareth, da kann nichts Gutes kommen. Aus Nazareth, da kommt nichts Gutes. Weil dort ist der Abschaum von der Abschaum. Das sind dort, wo krank sind und krüppeln und gelähmt und alles Mögliche. In Nazareth, da gibt es nichts Gutes. Und jetzt hat Gott ausgerechnet in Nazareth eine Frau gefunden. Was macht der Landeplatz aus in einer solchen schwierigen Situation? Ich denke, es hat etwas mit dem zu tun, was Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, 5. Kapitel, Vers 8. Glücklich sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Rein Herz heisst nicht, dass wir keine Sünde machen. Wir alle zusammen sündig. Also, das passiert einfach, wenn wir machen, was wir wollen. Sonst müssten wir nicht im Unser Vater Gebet beten, vergib uns unsere Schuld täglich. Es hat mehr zu tun, dass unser Herz Raum hat für Gott. Dass irgendwo Platz hat. Dass das irgendwo Gott landen kann. Was interessant ist, dass Maria ist ja in einer Levitenfamilie aufgewachsen. Leviten, das sind die, die im Tempel zuständig sind für den Worship. Die Gott anbeten. Sie sind zuständig für das Wort Gottes zu lehren. Die Leviten sind zuständig für Seelsorge zu machen, für Befreiungsdienst zu machen. Sie sind zuständig, dass das Volk Gottes im Wort Gottes sich nähren konnte. Und jetzt sagt ja die Bibel, im 5. Mose sagt sie nachher,
Väter, die Eltern, die Väter sollen den Kindern das Wort Gottes einschärfen, wenn sie zusammen sind. Jetzt sind da zum Beispiel, ist da die Maria zugelost, wie Papa heimkommt und hat Papa erzählt, heute habe ich ein Wort gelesen. Ein ganzes gutes Wort. Dann hat er das weitergegeben und Maria hat aber zugelassen. Wow, ein Wort von Gott. Und sie hat das Wort aufgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch ein Worship-Prinz sie wie der Papa. Ich weiß nicht, ob Papa hat Harfe gespielt im Tempel oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall ich kann mir vorstellen, wie Maria morgens aufgestanden und gesungen Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Die hat man nicht abstellen können. Das war wie ein Radioöli, das einfach am Haus vom Levi ist losgegangen. Schon morgen oder den ganzen Tag ist das so gelaufen. Einfach fröhlich, frisch, frei, ein Landeplatz für Gott. Und das Wort Gottes hat sie irgendwo innerlich aufgenommen und das bewahrt. Und das ist das Entscheidende. Die Frage ist, hat sie in unserem Herz während dieser Weihnachtszeit einen Landeplatz? Oder dann, jetzt muss ich noch das Lammschi kaufen, jetzt muss ich noch das da hier, noch das Geschenk und so weiter. Darum hat Urs und ich gesagt, wir schenken an zu Weihnachten nichts. Dann ist das auch erledigt. Sie hat natürlich noch einen Geburtstag kurz vorher, dann muss ich aber gleich gucken für etwas. Aber gleich, weißt du, manchmal macht man sich einen riesen, riesen Stress. Und gibt es während der Weihnachtszeit eine Zeit, wo wir uns rausnehmen können und sagen, jetzt habe ich noch Zeit für Gott? Oder gibt es gar nicht mehr? Und eigentlich das Erste, wenn wir Weihnachten neu erleben, ist die Frage, gibt es einen Landeplatz für Gott? Gibt es einen Landeplatz für den Heiligen Geist? Auf jeden Fall hat Gott Ausschau gehalten und hat hier die Maria gefunden. Und wir nehmen ja an, dass die Maria zwischen 14, die anderen sagen 16 oder 18-jährig ist, auf jeden Fall nur eine junge Frau, eine Jungfrau. Und jetzt hat Gott in dem Herz von dieser Maria einen Landeplatz gefunden, wo der Sohn Gottes geboren werden konnte. Und weißt du, Maria hat jeden Tag viele Bad News gehört. Dann zumal haben die Trümmer regiert und geherrscht und unterdrückt. Und sie hat gehört, oh, okay, in Jerusalem haben sie wieder eine ganze Straße aufgestellt mit Kreuz, dass sie wieder meine Onkel gekreuzigt und so weiter. Dann haben sie gefoltert und jetzt ist noch Krieg dort ausgebrochen und so weiter. Und jetzt ist noch Hungersnot ausgebrochen und die andere Tante ist jetzt gerade an Aussatz gestorben und so weiter. Jeden Tag Bad News. Im Endeort die ganze Zeit schlecht, 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 schlecht. Und wir wissen nicht, wie wir Nahrung haben für morgen. Das hat sie alles nicht gewusst. Aber im Herz. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und weißt du, das ist der Challenge für uns während Weihnachten. Auf was hören wir? Hören wir all die Bad News oder hören wir auf das, was der Heilige Geist möchte sagen? Weil er hat auch. Und wenn es hier Landeplatz hat für den Heiligen Geist, ist das Erste, Weihnachten neu zu erleben. Und das Zweite, für Weihnachten neu zu erleben, ist, Glaubensüberzeugungen kommen aus den Verheißungen. Jetzt sagt hier der Engel im Vers 31, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Du wirst schwanger werden. Und warum hat Maria gerade sofort reagiert? Ja. Was ist denn, dass die Frau hat sofort gesagt ja? Etwas muss es sein. Schau, der Papa ist alle weit. Und der hat das Wort Gottes kennt und er ist sicher heimgekommen und hat gesagt, was wir jetzt brauchen, in der heutigen Zeit, wo es so schwierig ist, wir brauchen den Friedenfürst, wir brauchen Immanuel mit uns. Und der wird kommen, indem dass irgendeine Frau in Israel schwanger wird. Das heisst eine Jungfrau. Wir warten auf das. Und vermutlich hat Maria jeden Morgen gesagt, oh Gott, bitte, 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 lass irgendwo eine Jungfrau schwanger werden. Und hat das vermutlich schon verinnerlicht gehabt. Irgendjemand wird es sein. Nämlich das Wort aus Jesaja 7, Vers 14. Und er sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, dann wird sie Immanuel nennen. Und das gesamte Volk hat gewartet auf den Friedenfürst. Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Gott mit uns. Und jetzt kommt der Engel her und sagt, jetzt ist es soweit. Und schau, wenn das Wort vor Verheißung, das wir tragen, wenn wir Wort vor Verheißung uns haben, das ist jetzt, Wort vor Verheißung ist das Logos-Wort, das ist das chronologische Wort von Anfang an vor Bibel. Wir lesen jeden Tag die Bibel und da sind wir das Wort Gottes verinnerlicht, all die Verheißungen, die wir in uns innen tragen, das ist das Logos-Wort. Und jetzt hier heisst es, dass der Engel ist gekommen mit einem Rema-Wort. Rema-Wort ist ein übernatürliches Gotteswort, das in einem Moment das Wort vom Logos trifft, wo Rema und Logos zusammentrifft, ist wie ein Blitz, wo beides geladen ist, Energie, und es kommt zusammen und in
dem Moment wird etwas in Existenz gerufen werden. Und das haben wir vermutlich alle schon mal erlebt. Wenn du das Wort Gottes weisst, Verheißungen weisst, und plötzlich redet Gott in deine Situation hin und sagt haargenau das, was du deinem Herz brauchst. Und es gibt wie eine Art Induktion, wo du merkst, die Kraft von Gott ist jetzt freigesetzt. Zum Beispiel jetzt, letzten Sonntag bin ich auf Grenichen predigen. Und gerade ein paar Tage vorher jetzt habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, was gar nicht gut geht. Und das hat uns so beschäftigt. Wirklich total beschäftigt. Wir haben am Abend zusammen gebetet und wir sind weinend ins Bett gegangen und gesagt, Gott, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Und nachher bin ich am Morgen mit dem Andi da auf Grenich rausgefahren und dem habe ich das ihm erzählt und das beschäftigt mich extrem. Dann war ich nicht im Worship und im Worship war ich die ganze Zeit meine Gedanken mit dem Sorgenzeug. Kennt ihr das so? Eigentlich ist Worship, aber deine Gedanken sind ganz, ganz an einem anderen Ort. Oder ist das nur mir passiert, das manchmal? Dass du irgendwie noch Müll hast und so mit dem Zeug beschäftigt bist. Auf jeden Fall hatte ich die Sorge gehabt, Gott, das darf nicht wahr sein. Und plötzlich steht der Prophet auf und sagt, es ist jemand da. Und das ist eine Situation, die menschlich nicht möglich ist, zu verändern. Es ist unmöglich. Und das beschäftigt dich wie verrückt. Und du bist in einer Situation, wo du traurig bist, wo du sagst, das darf doch nicht wahr sein. Aber Gott sagt dir, aus Markus 10, 27, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und weißt du, in einem Moment hat mich das Wort getroffen wie ein Blitz. Ich bin dort auf Knöchel ins lautere Wasser gerannt. Gott, weißt du das tatsächlich? Und sagst es sogar, Grenich ist ganz weit weg von Spiez. Und sagst es mir, dass ich es weiss. Und weißt du was, seitdem habe ich die Sorge nicht mehr. Die Situation hat sich noch nicht gross verändert, aber ich habe im Herz Frieden. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt manchmal ein Wort, das von Gott kommt, das ein Rema-Wort ist, in die Verheißungen, die wir haben, und in dem Moment verändert sich alles zusammen. Und was ich dir wünsche in dieser Weihnachtszeit, dass du in dieser Situation ein Wort von Gott bekommst. Ein übernatürliches Wort. Ein Wort, das ein Logos-Wort wird, das in dir innen zu einem Rema-Wort wird, wo in dir innen zu einer Sicherheit wird. Im ersten Gottesdienst hatte ich für einzelne so prophetische Worte gehabt und mich so berührt am Ausgang. Es sind so viele von denen mit Tränen den Augen zu mir gekommen. Ich sagte, weißt du was? Jetzt ist etwas von Gottes Wort in mein Wort hineingekommen. Und es hat sich etwas bei mir total verändert. Und weißt du, es kann sich im Herz etwas verändern für ganze Weihnachten. Und du merkst, das kann Gott, nur Gott. Und für dich auch. Du hast so vieles in deinem Leben getragen und du hast immer noch eine Vision. Und manchmal fragst du dich, wird das überhaupt noch möglich? Und Gott sagt, die, die im Kleinen treu sind, die werden sehen, wie es passiert. Und der Herr hat etwas vorbereitet, das du dir gar nicht vorstellen kannst. Es ist überbitten und verstehen. Und er hat all deine Gebete gehört. Und er wird es eines Tages erfüllen. Und Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ist so gross, dass wenn wir manchmal das Gefühl haben, es ist am Ende, sagt Gott nicht nein. Es ist überhaupt nicht am Ende. Es ist überhaupt nicht am Ende. Und Erich, deine Treue, deine Grosszügigkeit, dein Herz, wo du weitergehst, hat Einfluss bei deinem Umfeld, wo du dich schon lange gefragt hast, warum hat es noch nicht mehr Wirkung? Und Gott sagt, das nächste Jahr werden Sachen passieren, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und ich würde Felder auftun, weil du im Kleinen bist über lange Zeit. Wird Gott Felder auftun, wo Menschen dir Fragen stellen können, wo du nicht die Antwort haben willst, die nur Gott gibt. Und ich glaube, Gott hat für uns alle zusammen ein Wort, ein Rema-Wort, das wir hören, hat er geredet. Und in dem Moment ist Weihnachten anders. Und darum nimm dir Zeit, dass der Heilige Geist Landeplatz hat im Herz und plötzlich redet er. Ganz deutlich. Und nachher ist Weihnachten für immer anders. Ne, weißt du, die Weihnachten im 2022, die war Jahrhundertweihnachten gewesen, weil in meinem Herz sich etwas total verändert hat. Und wir kommen zum letzten Punkt. Drittens, Glaubensüberzeugungen bewegen zum Handeln. Maria sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Wie kommt Maria auf eine solche Idee? Sie war ja verlobt mit dem Josef. Und wenn du denkst, verlobt, ist dann zumal schon ein Vertrag gewesen,
Du hast gar nicht mehr aussteigen, ausser du hast geschieden. Und jetzt ist sie in diesen Hochzeitsvorbereitungen für das Hochzeit. Und die Frauen, die das meistens noch mehr zelebrieren. Mein Hochzeitskleid. Du träumst von dem. Ich würde ganz schön sein. Und Deko, machen wir genau das. Und beim Essen nehmen wir das. Anfangslied ist das da hier. Und du alles vorbereiten bis ins Detail für die Hochzeit. Und mein Hochzeit. Und nachher wird mein Papa die Anfangsrede haben. Und nachher der Zacharia, der Onkel, der ist ein Priester, der wird dann die Trauung machen, wird die Predigt halten. Alles vorbereitet. Wunderbar. Ich freue mich auf das Hochzeit. Und mein Josef ist zwar ein ganz armer, aber er ist ein Gerechter. Und es gibt nur 5 Namen in der Bibel, die als gerecht betitelt werden. Und einer von denen ist der Josef. Und Maria wusste, wow, ich habe einen von den 5. Ich habe den Gerechten, ich habe Josef, ich habe den. Alles vorbereitet. Er ist von der Bretterhütte am Zusammenbauen. Ich weiß nicht, ob wir dort rein können, aber immerhin. Er macht, gibt sich Mühe, das restliche Geld, das er hat, macht er eine Bretterhütte. Und wir freuen uns auf die Hochzeit. Und sie ist in dieser Vorbereitung in den Träumen. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Dann kommt noch ein Engel her und sagt, du wirst unehelich schwanger. Nämlich der Heilige Geist wird dir etwas zeugen und du wirst jetzt schwanger werden vom Heiligen Geist. Vielleicht hätte sie sich ja auch überlegen können. Also wenn ich jetzt dem Josef sagen kann, ich bin da vom Heiligen Geist schwanger, dann fragt vielleicht Josef ja von welchem Geist? Ist das irgendwie der Nachbar gewesen oder irgend so jemand? Die Verwandtschaft würde vielleicht auch nicht alle zusammen sagen, ja, was für ein Geist ist das gewesen? Und sie hätte damit müssen rechnen, dass der Josef sie verlässt. Das hätte er ja wollen. Der Josef hat dann, als er es verloren hat, weil er Maria verlassen. Das heisst, all die Hochzeitspläne sind in einem Moment, pfff. Und sie hat nicht einmal können sagen, Teufel, weiche hinter mich, weil er der Herr war. Und manchmal lässt der Herr etwas zusammenkehren. Und wir können nicht einmal sagen, Teufel, weiche hinter mich, weil der Herr noch einen besseren Plan hat, bei dem, der vorher ist kaputt gegangen. Und darum, manchmal denken wir, das darf nicht kaputt gehen, darf nicht kaputt gehen. Und manchmal tut der Herr trotz allem etwas Neues machen und macht noch etwas besser, um es gar nicht vorstellen können. Darum, Gott ist so dran in unserem Leben und macht etwas Neues auch diese Weihnachten. Auf jeden Fall ist Maria in dieser Situation gewesen, wo sie gewusst, wenn der Josef mich verlässt, heisst das für mich Todesstrafe. Wer unehelich ist schwanger gewesen, hat dann zumal gesteinigt werden müssen. Dann hat sie gewusst, ich kann mich einfach vorbereiten. Entschuldigung. Vorbereiten, der Fuß ist aus. Vorbereiten, es ist vorbei. Und jetzt ist Maria in einer Situation, wo der Engel sagt, du wirst schwanger werden. All deine Pläne sind jetzt zerstört. Und Maria sagt, mir geschehen, wie du gesagt hast. Wie kommt die auf die Idee? Wir könnten ja sagen, ja, das ist doch ein Engel gekommen. Und wenn ein Engel kommt, dann glaubst du es doch. Wenn so ein Engel kommt, dann glaubst du es. Aber ist das der gleiche Engel, der Gabriel, ist 6 Monate vorher zum Priester Zacharias gekommen. Und das ist der eine von den Obergeistlichen im Land. Das ist der Obertheolog, Doktortheolog, Professor, der alles hat gewusst, der im Tempel drin war. Und dann kommt der Gabriel her, der gleiche Engel, der immer erscheint und sagt, deine Frau wird schwanger werden. Nachher sagt der Zacharias, du bist zum falschen Zeitpunkt gekommen. Weißt du, meine Bibel, ist jetzt eine alte Tante. Die Tante Elsie ist jetzt über 80. Und jetzt sollst du schwanger werden. Das geht nicht. Der gleiche Engel hat gerade 6 Monate vorher eine Enttäuschung erlebt. Und er denkt, was wird denn hier passieren bei Maria? Schau, das heisst noch nicht, wenn Engel zu uns reden, ob wir es glauben. Es ist nicht, wenn das Gott so deutlich zu uns redet, sogar akustisch hörbar, dass wir es glauben. Es hat gar nichts mit dem zu tun. Die Frage ist, ist hier Land ein Platz für den Heiligen Geist? Haben wir die Verheißungen so verinnerlicht, dass wir das glauben? Wenn es kommt, dass wir sagen, ja, es soll geschehen. Und darum ist es entscheidender, dass wir jetzt die Verheißung in unserem Herz tief einbrennen. Darum lesen wir jeden Tag die Bibel. Darum tun wir Verheißungen verinnerlichen, das Wort Gottes. Und wir glauben dem, was das Wort Gottes sagt. Wenn es nachher kommt und wir sagen, jetzt wird es passieren. Heute während dem Worship habe ich euch gesehen im Worship hier anbeten. Und plötzlich hat Gott zu mir geredet und gesagt, weisst du was, die sind so viel allein daheim am Anbeten, wie es niemand sieht. Manchmal sind schwierige Situationen und das, was sie daheim leben, was niemand sieht, hat ganz grosse Auswirkungen von dem, was sie auf der Bühne hier leben.
Warum? Weil die leben nach den Verheißungen. Sagen wir, leben nach den Verheißungen. Und manchmal ist der Sturm, der Schwierigkeit, und wir beten trotzdem an. Dann kommst du am Sonntagmorgen her, hast mega Anfechtung und denkst, oh, ich werde lieber gerade wieder heim. Du sagst, nein, ich bete gleich an, weil es geht um Gott, nicht um mich. Und wenn ich Gott anbete und nicht um mich geht, dann mache ich es gleich, gerade extra, der Teufel muss verschwinden. Und das heisst, Verheißungen wahrnehmen und Glauben in dem Sinne stehen. Und Maria hat das verinnerlicht. Und irgendwo, obwohl der Zacharias doch der Obergeistliche war, hat er es nicht ganz verinnerlicht gehabt. Er hätte können sagen, schau, Engel, du weißt doch, mit 20, wir haben eigentlich noch vorher geheiratet, aber nachher mit 20 habe ich gedacht, jetzt gibt es ein Baby, dann haben wir noch gebeten bis 30, dann haben wir gedacht, jetzt wird es ganz sicher kommen, dann haben wir die Verheißungen bekannt und wir sind bekannt und bekannt und bekannt und dann mit 40 haben wir so viel bekannt, dass wir nicht einmal mehr glaubt, dass wir bekannt haben, aber wir haben gleich noch geglaubt und nachher mit 50 haben wir gedacht, jetzt wird es auch schwierig, über goldige Hochzeiten haben wir gedacht, jetzt ist der Zug abgefahren. Schau, jetzt ist eine Glaubensüberzeugung, die nicht von Gott ist, hat sich aber verinnerlicht. Die Erfahrung sagt, wir werden sowieso kein Baby haben. Das ist ja ganz logisch, das geht nicht. Aber das ist so verinnerlicht worden, aber Gott sagt, ich habe dir nie gesagt, die Tante Elsie wird nicht Kinder bekommen, sondern es wird noch im hohen Alter Kinder bekommen. Schau, was ich jetzt euch mal sagen muss. Weihnachten ist ein solches übernatürliches Wunder auf verschiedenen Ebenen, das wir menschlich nicht tun können. Und wenn wir Weihnachten neu erleben, dann müssen wir in die Dimension rauskommen und sagen, Gott, ich glaube an dich, dass du Sachen kannst verändern kannst, die ich selber nie kann verändern kann. Und jetzt sind wir alle so wie unsere Glaubensmuster, wo wir schon glauben. Und dann glauben wir, okay, das geht alles schon nicht. Das könnte vielleicht noch gehen. Zum Beispiel denkst du, ja, bei mir das wird alles schon nie besser werden. Aber Gott sagt, das ist noch nicht mein letztes Wort. Oder mit meinen Kindern, die werden alle nie zum Glauben kommen. Und Gott sagt, wer hat dir das gesagt? Oder du denkst, mit meiner Gesundheit, das wird irgendwie nur nicht gehen. Ich habe früher so falsche Glaubensüberzeugungen gehabt, das Gefühl gehabt, wenn du werkst wie ein Hornox, dann bekommt dort Erweckung. Was ich jetzt einzig hatte, ist, mein Körper ging mich krank und so. Und nachher bin ich viel krank gewesen, dann sind da auch so wunderbare Propheten gekommen, oder eigentlich sogenannte falsche Propheten. Markus, du wirst ja sehr früh sterben. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das wird aber schon so sein. Und dann ging es so ein Jahr gegeben, wo ich so Gedanken bekomme, du wirst ja dann sterben. Jetzt die Woche habe ich mal den Herrn gefragt, du, was sagst du eigentlich dazu? Sterbe ich denn? Dann will ich gerade schauen, wie ich meine Altersvorsorge einteilen soll, dass das so ist. Dann hat mir Gott gesagt, würde ich dir das jemals sagen? Okay. Aha, der Fall ist klar. Ja, was ist es denn? Es ist ein Wahrsagegeist und nicht die Wahrheit. Du glaubst an eine Wahrsage. Und es gibt Leute, die haben immer noch das Gefühl, sie sterben an Krebs oder an irgendetwas, an unheilbarer Krankheit oder irgendwo das Gefühl, wo es ist ein Wahrsagegeist, der nicht von Gott ist, ein Lügenteufel. Und diese Weihnachten kannst du das brechen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Sondern Gott bestimmt, wenn ich hier den letzten Atemzug tue und ich weiss es nicht zum Voraus, sondern nur er und das lenkt. Ich bin in seinen Händen. Es gibt noch andere Glaubensüberzeugungen. Zum Beispiel, ja, ich würde das Evangelium sowieso nie weitergeben können. Ich kann nie jemanden für eine Christmas einladen, für Alpha schon gar nicht. Das ist unmöglich. Ich kann das gar nicht. Wer sagt denn das? Apostelgeschichte 1,8 heißt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Ja, glauben wir das, was das Wort Gottes sagt, oder glauben wir meine Erfahrungen? Glauben meine Erfahrungen? Ich schon manches Jahr weiss, wie das geht. Das geht gar nicht. Und Gott sagt, halt einmal, es gibt noch Kraft vom Heiligen Geist. Das ist eine andere Dimension. Wenn du mit dem erfüllt wirst, dann geht dir der Zapfen ab. Und darum, manchmal sind wir wie Glaubensüberzeugungen, die nicht dem Wort Gottes entspricht. So Glaubensmuster, wo Käse ist. Und heute wollen wir das mal zu Boden geben. Oder zum Beispiel, ja, gegen Herbst ist immer ein bisschen schwierig, da würde ich irgendwie so ein bisschen depressiv oder ein bisschen schwieriger und Weihnachten ist ganz schwierig. Wer sagt das Ettige, sag ich? Das sagt nur der Teufel, das kommt immer sicher nicht von Gott. Du kannst sagen, wenn es dunkel wird, wird es Licht heller, Halleluja. Es geht das Licht aus, Jesaja 6, es wird ein Licht aufgehen, Halleluja. Und in mir wird es Licht und das ist Weihnachten, wird so gut werden, dieser Herbst wird so gut werden, das treibt all die depressiven Teufel aus im Namen Jesus.
Und ich habe diese Woche so für euch gebetet, dass Gott euch zeigt, wo habe ich falsche Glaubensmuster. Ich kann es nicht alle aufzeigen. Jeder hat sein eigenes. Oder zum Beispiel eine verborgene Sünde. Und du denkst, dem komme ich nie los. Weißt du, was mir noch bewusst ist worden? Hier, die Maria hat Jesus in seinem Bauch hineingetragen. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Das ist der, der auferstanden ist. Der, der lebt. Und wenn der, der in mir innen ist, mächtiger ist, als der, der in der Welt ist. Weißt du, was interessant ist? Wir haben einen Gott, der nicht interessiert ist an unserem Äußeren, sondern unserem Inneren. Der ist interessiert an meinen Schwächen, an meinen Fehlern, an meinen depressiven Gefühlen, an Minderwertigkeitsgefühlen, an allem meinem Versagen. Und Jesus ist da innen, der kennt mich am besten nach innen. Das ist ein guter Gott. Der kennt dich nach innen, von innen raus. Du musst nicht aussen so beim Sorbent lächeln, wie ein braver Christ, gell, schau mich nochmal an. Nein, nein, Jesus ist innen und der tut das ganze Rumorgesturm da gut machen. Was für ein guter Gott. Das ist der Beste, den du weiter prägen kannst. Ihm könnte mir mal einen Applaus geben und sagen, merci Jesus, du weisst, wie mit meinem Köder umgehen, wie mit meinem ganzen Scheiß umzugehen, du machst etwas Neues. Und ich will dir alle Ehre geben, dass du so ein guter Gott bist. Jesus ist genau in den Stall hineingekommen, das Schlechte hinein. Und er wohnt da innen. Und es gibt niemanden, der besser versteht als Jesus. Niemand. Manchmal verstehen wir uns selber ja nicht. Und was ist noch ganz interessant ist, zum Schluss. Es heisst hier, was der Engel noch sieht im Vers 37. Er sagt nach der Maria, schau, es ist die Tante Elsie ist jetzt auch noch schwanger. Er sagt im Vers 36, der Engel sagt Elisabeth, deine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen in ihrem hohen Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dann denke ich, ja, aber es ist Tante, wir so lange noch hinkommt. Dann heisst es noch hier, die als unfruchtbar genannt wurde. Vielleicht hat sogar der Zacharia sich als unfruchtbar genannt. Darum hat der Zacharia nachher nicht mehr dürfen reden, bis der Johannes der Täufer ist geboren worden. Er hat nicht dürfen die Verheißung wieder rausschnurren. Er hat gesagt, ja, die Verheißung ist, ich werde den Sohn bekommen. Nein, der Engel sagt, weil du nicht glaubst, kannst du gerade hören reden. Weil sonst redest du Nonsens. Und dort zu empfinden, wie Gott zu Einzelnen redet und sagt, schau, hör auf, Zweifel aussprechen. Red die Wahrheit vom Wort Gottes. Red im Glauben über deine Situation. Bleib dran mit Verheißung aussprechen. Nachher heisst es im höheren Alter, das was der Engel hat gemacht. Er hat gesagt, schau, bevor du es überhaupt dem Josef sagst, geh zuerst zum Tante. Die Tante ist voll Heiligen Geistes. Denn wenn du mit ihr zusammen bist, dann passiert etwas. Und dann kommt Maria ins Bergland durch zum Tante. Und als Tante nachher hat Maria gesehen, hat das Baby, das 6 Monate alt ist, Johannes der Täufer geküpft im Bauch, hat gemacht, ist richtig voll Heiligen Geistes gewesen. Und in dem Moment überkommt die Tante noch richtig die prophetische Salbung und prophezeit über der Maria, was das für ein wunderbarer Sohn Gottes in ihrem Bauch ist, der die Rettung ist für die ganze Menschheit. Und Maria denkt, wow, der Engel hat schon viel gegeben, aber die Tante gibt noch mehr, die gibt noch einen oben drauf. Und schau, wir brauchen Leute, die uns helfen, im Glauben zu unterwegs zu sein. Darum brauchen wir einander. Schau, darum sind wir am Mittwoch am Abend wieder dran, als Killer da und sagen, hey, noch mehr von dir. Wir wollen voll vom Heiligen Geist sein. Wenn wir zusammenkommen, hat das Kraft. Schau, der Find möchte eigentlich uns immer wieder separieren. Und wenn Maria das zuerst den anderen erzählen will, irgendein Nachbarn. Weißt du, was passiert? In einem Moment wird der Glaube zu Boden gewesen. In einem Moment, ich habe das auch schon erlebt, dass du etwas wie im Herz hast, eine Verheißung von Gott, und du hast die Verheißung, und dann erzählst du es der falschen Person, und in einem Moment ist der ganze Glaube, pfff. Hä? Ich habe manchmal schon eine Verheißung bekommen von Gott, und bin viel zu früh gewesen, und habe es gerade dem ersten Rechten gesagt. Und dann hat er gesagt, ja Markus, komm einfach zuerst auf den Boden. Ja, meine ganze Begeisterung am Boden gewesen. Wenn ich aber warte und es nicht bewegen im Herz, was heisst bei Maria? Sie bewegte diese Worte im Herzen. Sie hat es immer wieder bewegt. Das Wort aus dem Alten Testament, das Wort, das Gott hat gegeben, hat es bewegt. Und nachher kommt sie zu Leuten, die die gleiche Vision haben. Darum komme ich hier zusammen mit unserem Leitungsteam, mit den Ältesten, die sind so voll Geistes. Dann kann ich erzählen, ich habe das Empfinden vom Heiligen Geist, das ist das und das. Dann sage ich, ja, das habe ich auch gerade, das ist genau das Gleiche, da müssen wir Gas geben, genau. Und er macht das einen unwahrscheinlichen Booster. Manchmal sagen sie, also, wir müssen noch ein bisschen überlegen, wie wir es umsetzen und so, das hilft schon noch, weil manchmal überlege ich nicht so. Aber wir können es miteinander zusammenbringen, was der Herr will. Und darum braucht jeder eine kleine Gruppe. Jeder! Es braucht dringend eine Gruppe, die du miteinander austauschen kannst und wo du mit Treue erlebst.
Schau, falsche Freunde können dir den Drive wegnehmen. Falsche Freunde. Ich habe hier noch so ein krasses Bild gesehen letzte Woche. Eine Birne, wo eine falsche Birne nebendran ist, eine faule Birne. Das ist vielleicht gerade ein bisschen krass. Nicht jeder ist eine faule Birne. Aber manchmal können wir Leute haben, die uns den Glauben rauben. Und du bist vielleicht in einem Umfeld bei Leuten, die dir immer den Glauben einfach so ein bisschen zusammenschrumpfeln. Ja, weißt du? Und steckt dich immer wieder mehr an mit Unglauben und deine Glaubensgebäude werden gerade mit dem vereint. Jetzt darf ich nicht falsche Sachen sagen. Nein, ich möchte einfach ermutigen, prüf deine Beziehungen. Sind die Beziehungen, die ich habe, helfen die mir? Kann ich da wachsen oder muss ich bis Ende Jahr sagen, gewisse Beziehungen, ich meine jetzt nicht gerade diese Beziehung, aber sonst gewisse Beziehungen sind nicht gesund für mich. Sie helfen mir nicht. Aber ich will Beziehungen, die mir helfen. Also Zursi und ich, wir beten viel für unsere jungen Leute, wir haben viele junge Leute hier killen. Und wir beten, Herr, helfen, dass sie die richtigen Partner finden. Schau, ein falscher Partner kann die ganze Berufung bei dir durcheinander bringen. Und zuletzt lebst du nicht das, was Gottes Bestimmung ist für dein Leben. Und wir haben einander gelernt kennen, als wir in theologischer Ausbildung waren. Beide verknallt über alle Ohren. Und nachher haben wir aber doch noch den Kopf einschalten, bevor wir da weiter sind gegangen. Wir können jetzt beide Gott fragen, was ist unsere Berufung? Dann haben wir eine Zeit genommen, vom Bett und Fasten Gott zu suchen. Und nachher, nach einer gewissen Zeit sind wir wieder zusammengekommen. Nein, beide genau das Gleiche. Ich sehe, ich habe eine Berufung, Gott vollzeitlich dienen, sei es in der Mission oder hier oder so. Und so, sie hat genau das Gleiche gehabt. Ich sehe, schau, ich habe diese Berufung. Aber eins hat mir Gott auch gesagt. Mit dir wird es schwieriger sein, als wenn ich irgendeinen Bürzer heiraten würde, weil Reich Gottes ist das Schwierigste, was es gibt. Unter Tränen. Hast du mir gesagt, ich will dich gleich. Über Jahre bist du auf meiner Seite gewesen. Und wenn du nicht auf der Seite gewesen und mich so unterstützt hättest, wäre das alles hier nie passiert. Aber es hat dich gebraucht. Und darum möchte ich euch sehr ermutigen, junge Leute, fragen zuerst Gott. Lass dich nicht von Gefühlen bestimmen, von irgendetwas, sondern zuerst, was ist Gottes Berufung für mein Leben. Und schau, vielleicht merkst du, du hast ja Jesus noch nicht irgendwie in deinem Herzen. Du merkst irgendwie, da fehlt noch etwas. Das ist die Kraft, die Energie, die Fülle. Das ist der, der mein Leben mit Frieden füllt. Mit dieser Freude, mit dem Leben aus Gott. Und du sagst, heute ist der Tag. Da merke ich dann noch etwas gut. Weihnachten, neuer Leben. Heute möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte, dass er drinnen wohnt. Durch den Heiligen Geist. Ich möchte mein Herz für ihn öffnen. Und ich möchte, dass er da drin ist. Und ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du je machen kannst. Die wichtigste. Noch viel wichtiger, als wenn du heiratest. Das Wichtigste ist, dass du Jesus in dein Leben einladest. Dann wirst du mit immer und ewig mit ihm sein. Dann ist der Friedenfürst im Herz. Und dann spielt es nicht so eine Rolle, was auf einer Krüge passiert. Du wirst immer einmal bei ihm sein. Und wir haben mal still zum Gebet und können mal einfach uns vor dem Herrn so verneigen und sagen, Herr, wir kommen mal zu dir. Und du merkst, das ist mich. Ich möchte heute Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte ihn vielleicht auch neu einladen. Irgendwie ist es trocken geworden. Und du sagst, ich möchte Jesus heute ganz neu. Wohnung in meinem Herz. Ich möchte die Weihnachten neu erleben. Dann kannst du das kurz mit der Hand zeigen und ich würde für dich beten. Ja, merci vielmal. Merci vielmal. Herr Jesus, du hast all die Hände gesehen. Und Jesus, jetzt bitte ich dich, dass du etwas, ein Wunder machst. Und wir können jetzt miteinander das beten, was hier heisst, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jedes, was das jetzt gebetet hat, und komm mit deinem Heiligen Geist und erfüll jedes. Herr, mit deinem tiefen Frieden. Mit deiner Geborgenheit, mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch Folgendes machen. Weißt du, die falschen Glaubensmuster möchte ich noch kurz, wir können zusammen aufstehen miteinander. Und während dem Gott bittet, zeig mir, wo limitiere ich Gott mit falschen Glaubensmustern.
Wo limitiere ich ihn, dass ich denke, das wird sowieso nie ändern? Aber es entspricht nicht dem Wort Gottes. Und wenn du so etwas merkst, kannst du das im Stillen dem Herrn sagen und sagen, Jesus, ich bringe dir hier die Limitierung. Ich bringe dir hier falsche Glaubensmuster. Ich lege es bei dir ab. Jesus, ich bitte dich, vergib uns die Schuld, wo wir der Lüge glaubt und nicht dem Wort Gottes. Wow. Jetzt spüre ich ganz stark die Gegenwart von Gott. Schau, er ist der König von deinem Herz. Er ist der Friedenfürst von deinem Herz. Und ich sehe, wie er jetzt Sachen rausnimmt aus deinem Herz. Und er sagt, schau, ja, schon lange gewartet, das jetzt gerade rauszunehmen. Und ich sehe, wie er das rausnimmt. Bitte, Jesus, vergib uns die Schuld. Und nimm sie raus. Und im Namen Jesu lösen wir uns von dem Geist von Lüge. Und uns hat angelogen, dass hier die Limit ist von dem, was du kannst tun, wo wir dich begrenzt haben. Oh Jesus, vergib uns die Schuld. Reinige uns mit deinem Blut. Herr, oder du mir nicht noch glaubst, dass unsere Kinder mal voll mit Gott werden laufen. Herr, die Limitierung, die brechen wir im Namen Jesu. Und in Bezug auf unsere Gesundheit. Herr, und solche, die sogar manchmal Angst haben, noch vor Krebs oder irgendetwas. Der Geist von Angst bindet sie raus. Und ich löse jedes einzelne Hirn vom Bund mit dem Tod. Wir sind nicht zum Tod berufen, sondern zum Leben. In Jesu Namen. Und ich breche den Geist vom Tod im Namen Jesu. Und ich sage, Teufel, mach das fort, kommst. Geist von Angst, Geist von Tod, Geist von Lüge, von dieser Limitierung. Ich gebiete deine Mächte vor Fisten zu verschwinden. Und Teufel, hier ist es mit Jesus, dem Sohn Gottes. Und er wohnt in jedem einzelnen Hirn. Und weil Christus in uns innen wohnt, wohnt der, der stärker ist, als der, der Welt innen ist. Und in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Jesus Christus. Und ich sage, jedes Einzelne von euch überwindet weit, weil der, der euch innen ist, hat diese Welt überwunden. Und ich spreche euch zu, dass der Friedenfürst während dieser Weihnachtszeit euch begleitet. Und ich spreche aus, jedes wird so einen Frieden erleben während dieser Weihnachtszeit wie noch nie. Wie noch nie. Wo der Frieden Gottes dein Herz bewahrt. Und find, im Umkreis von 100 Kilometern hast du keines von diesen anzutasten. Nur, dass du gerade weisst. Weil Jesus wird seine Engel aufstellen. Und jeder am Livestream zulässt. Im Umkreis von 100 Kilometern darf dich der Teufel nicht attackieren. Im Namen Jesu nicht. Ich spreche Schutz über dir aus. Das Blut Jesus ist über dir. Du bist bewacht. Durch den, der sein Leben hat gegeben. Am Kreuz der letzte Blutstropfen. Und ich sage, es gilt für jedes hier. Wow. Ich spüre so eine Autorität von Jesus, die sagt, das übernehme ich jetzt. Er hat gesagt, das übernehme ich jetzt. Ich bin nicht vergeben, für euch auf die Welt zu kommen. Ich bin nicht vergeben, um euch zu befreien. Und ihr seid unter dem Schutz vom Höchsten, unter dem Schatten vom Allmächtigen. Halleluja. Die Engel Gottes lager ich um euch um. Wow. Sollen wir das Lied singen? Prince of Peace. Er ist gekommen, der Friedenfürst. Und der regiert jetzt dein Herz in Jesu Namen. Amen.